Ja, ja. Loot that buddy. Loot that buddy now. Hey, cursed, vicious mockery. Look at that short motherfucker. Oder hier, deine Mutter witze mit Gandalf und Saruman. Ja, ja. In der Schlacht der fünf Armeen war deine Mutter zwei. Ja, ja, das ist mein Liebling. Your mother is so fat, I had to let her pass. Oh man. Da. Sag. Ja, sind doch gerade erst gespawnt, man. Okay, hier ist eine Garage zum Aufmachen. Ah, frisst das. Okay, hast du deinen Raketenwerfer schon gehabt? Ja, ja. Ich bin schon gespawnt. Na so, Leute. So, natürlich hat er den blöden Felsen ab. Hier war doch alles sicher auf der Karte, Mann. Granate und die Garage schon aufgemacht. Wie tut man noch macht da? Tut man die Karte? So. Ja. Ah, ich sehe was von hier aus, Daniel. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Warte mal, die kann ich von hier aus ausschalten. Ich meine, das ist wieder so ein Ding zum Abschießen. Ja, ja, wir haben so eine Mission da. Sehr gut. Mission abgeschlossen. Also ja, ich soll vielleicht mal markieren. Ja, irgendwo höre ich Schüsse, da höre ich Schüsse. Ich reiche dann gar nicht von hier aus. Mein Schrotgewehr. Nutzt du gerade die Schmorger? Nee, nee, ich habe die noch nicht. Ich brauche noch 20 Dinger. Ich mir eigentlich auch, es gibt zwei Waffen, die gut gegen die Roboter sind. Die eine ist die Dominator, die ich gerade benutze, und die andere sind die Schmorrer. Mhm. Weil die Schmorrer, die hat zwar nur leichte Panzerung durch drin, aber das spielt bei der keine Rolle, weil die Explosionsschaden macht. Oh, noch mehr Explosion. Mit den Schildern ausschalten. Du kannst sogar damit hier die AT-STs ausschalten. Mhm. Okay. Was haben wir hier? Leute. Irgendwie ist ja nichts. Ach, das ist die Evakuierung, mein Gott. Ist die Evakuierung, ne? Ja, ja. Na gut, dann kommen wir ja nochmal hier hin. So, da ist eine Fabrik. Ich tue mal nochmal markieren. R1, ne? Ja. R1 ist das. Das ist ein Sief, ne? What? Oder ist das ein Robotergeschütz? Das ist ein Sief da. Hm. Ich glaube, das ist ein Geschütz. Das ist ein Geschütz. Wow. Kollege. Oh, was du das? Ich weiß nicht. Okay. What? Ich habe nur so ein Fass hier gerade erschossen, aber war noch nicht mal in der Nähe von dem Ding. Ja. Also auf das Geschütz lebt noch, das Kanonengeschütz. Oh. Nicht mal lange. Autsch, ja, und jetzt schießt auf mich. Jetzt ist er tot. Ja. Weiß nicht, war die Fabrik jetzt kaputt gemacht hat. Ich habe hier so ein Fass abgeschossen, aber etwa. Aber hier auf der anderen Seite war das. Manchmal in der Nähe von dem Ding. So. Hey Leute, was geht? Hallo, ich halt. Das war knapp für mich, ey. Okay.
ist er denn? Ach so, wir sind Raketen. Was ist das? Keine Ahnung, wo die Granate gelandet ist. Wow, was war das? Wer wagt das? Ich habe mal die ganzen Hilfstexte ausgeschaltet. Hier, wenn du eine Waffe aufnimmst, steht da Drücke X, um das aufzunehmen und so. Da würde ich mal ausgeschaltet, alles her. Okay. Weil das stört. Ich brauche nicht wissen, wie meine Waffe aufnimmt. So, dann gehen wir mal zu dem Walker. Interessant, hat nur so ein kleiner Post mit so einem Kanonengeschütz besetzt bei. Ja. Oben 2-2. Ist da was? Ja, was geht, ne? Nein. Okay. Also da war ein Raketenwerfer. Ah, da ist noch einer. So, hier ist noch nicht mal was. Okay, dann werfen wir alle unsere Dinge auf ihn. Ja, ich höre so Geräusche, so. Nein, ist er. Lass mich hier weg, lass mich hier weg. Okay, er kommt hier rüber gekrabbelt. Ich glaube nicht. Jetzt hätten wir schon Mission abgeschlossen bekommen, glaube ich. Ich laufe mal ein bisschen hier rum. Jetzt muss ja aber kaputt gehen, oder? Ja. Nein. Ich kann abwerfen. Das hier. Aber allein, nein, ah, ich wurde boah, warum hat er sich umgedreht? Da war doch nichts neben mir. Boah. Ich habe gerne meine dat und dat. So, oder mal einer noch. Das ist noch gar nichts mehr, Mann. Ja, man, ich, ja, dein ist ein aufgetaucht. War Verstärkung rufen. So ein Flugschiff runter oder so ich. Oh, da ist ein Hulk. Was dreh ich mal um zu mir? Dreh dich um. Ah, da lebt noch. Ja, rechts von dir. Oh. Ist er tot? Oh Gott. Warte, wo kommt ihr alle her? So, von da ganz hinten schießen die uns schon ab. Oh, da kommt schon. Er lebt noch. Boah. Wo ist er? Jetzt ist er tot. Oh, da kommt die nächste, aber da unten. Bevor wir da. Nein. Da, ich habe mich doch gespritzt. Ich habe keine Munition mehr, fuck. So. Der Typ ist aber Berserker, der mit den zwei
mit den zwei Dings hier. Kettensägen, ja. Der da. Gut. Ich habe keine Munition mehr gehabt hier. Weiter. So. Oh Gott, wo kommt die einfach mal her? Da. Ja, wo sind meine Sachen? Nee, ich bin ja gar nicht hier gestorben. Mal kurz durchlassen. Danke. Da kommen schon die nächsten. Da. Ich boxe ihn einfach. Ich boxe dich, ja. So. So, das war der falsche. Leute, geht doch mal weg. Na, nachgeladen. So. So, bei mir ist alles weg. Für dich auch? Gut. So, haben wir die Proben, ja, ne? Okay. Ja, ich meine auch. Ich habe nur zwei Proben. Aber da hinten sehe ich eine große Fabrik. Dann gehen wir dorthin. So. Wenn der kleine Walker ist, wieder das einfachste gewesen, ne? Das ist ein Schildtyp. Oh, super. Hab was gefunden. Nachladen. Ach, ich treffe den damit nicht, ist klar. Ja. Passt. Okay. Granaten, Munition, nochmal hier und Forderungsscheine. Das ist lahm. Was ist das? Seine Tür oder so? Der irgendwo spritzen. Oh, tatsächlich. Ah. Nein, 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 nein. Da wollte er schon wieder in die Höhe schießen. So. So, vor uns sind schon wieder der Schildtyp, glaube ich. Ist das einer? Ja, nee, das ist ein ATST. Ah. Oh Gott. Nicht schießen, Kollege, nicht schießen. Na, ist runtergefallen. Ah. Ich bin auf die am Schießen. Die gehen nicht kaputt. Die blöden Viecher. Doch den Köpfe, ich verstehe das nicht. Kommst du? Boah, ich treffe dich nicht von hier aus. Fuck. Ach. Okay. Das ist schon wieder welche. Da neben mir sind ganz viele. Ja, schon. Ja, ich weiß, die meine ich auch. Aber nein.
Okay. Vielleicht mal mein Geschütz auf der Platzieren. Ne? Also, ach, wir sind wieder hier. Das ist meine Waffe. Fordere Vorräte an. So, dann kommt wieder eine große Festung. Da wird wieder alles drunter und drüber gehen. Ja. Ich frage mich nur wieso. Okay. So, was hat hier fast? Okay. Das ist eine kleine. Bordfabrikant, südöstlich, 50 Meter. So. Ich mach das. Das hat alleine, was hier hat größte immer anzielt. Nee, da ich, das ist ein Präzisionsschlag gewesen. Landungsschiffe! Was? Oh Mann. What? Ja, schlechter Moment. Ja, meine Aufnahme ist gerade am Lenken gewesen. Genau in dem Moment. Ja, na, da tot. Aber ich höre sie. Was interessant ist, der Präzisionsschlag, der gehört zu den stärksten Strikes überhaupt hier. So, ich glaube, dass da hinten ist die große. Ich glaube, wir sollen uns erstmal um das. Genau hier um die Ecke. Wenn du dich jetzt um bist, steht der da. Ja. Hey, was kommt? Hey, dreh dich mal zu mir um. Ja, was geht? Der lebt noch. Ist klar, ich habe mir noch voll ins Gesicht geschossen. Er lebt immer noch. Boah. Was sagst du zu noch eine Rakete ins Gesicht? Jetzt ist er tot. So, dahin habe ich schon geschützt gesehen. Ich glaube, da sollten wir erstmal erledigen, bevor wir da reingehen. Gute Idee. Da. Boah, da ist noch einer. Ich glaube, wir sollten halt langsam angehen mit diesen Festungen. Er sagt für mich. Ich hab's getroffen, er brennt. Okay. Gott. Hinter uns, was? Ja. Boah, wo kommen die denn jetzt her? Ist es kaputt? Ich glaube nicht. Ja, wir werden hier gerade von hinten angegriffen. Dann. Ja, ich sehe es. Da. Da. Vorher mal auf das Geschütz. Ich glaube, das ist noch am Leben. Wow, ja, das ist noch am Leben. Ich feuer mal drauf. Kaputt? Ich erkenne von ja. So kaputt. Der lebt noch. Wow, warum? Weil wir den nicht richtig getroffen haben. Au! Ja. Mal, jetzt hab ich daneben geschossen. Wir sind zu weit weg hier. So, ey, ey. Nicht so nah, Kollege, nicht so nah. Wo ist denn das Schiff? Ich sehe das nicht. Oder nicht? So. Leute, geht mal weg hier. Versuchen nur ja gerade eure Festung kaputt zu machen. So. Geschütz immer noch am Leben? Ja. Jetzt ist es down. Ja. Hab ich gesehen. Ist da noch ein Geschütz irgendwo? Mein Gott, ich gehe da nur in die Nähe, da kommt schon. Und überall Schüsse. So. Ich gehe mal ein bisschen näher, ein ganz kleines bisschen. Nur so ein bisschen. Dann werfe ich meinen mächtigen Adler da rein. Ich weiß nur nicht, ob ich treffe. Warum ist das Ding immer noch nicht nachgeladen?
Ich glaube, irgendwas habe ich kaputt gemacht. Oh, die gehen alle auf dich gut. Sie haben sich umgedreht. Ja, die haben auf mich gezielt, dann, als ich ja, ja. Ah. Oh, hinter mir, oder? Nee. Hinter dir, Daniel. Ah. Bist du kaputt, Mann? So, Leute, kommt mal her. Ich da rein. Ich da rein. Kommt er noch von hinter mir, genau von hinter mir. Au. Von wo? Leute. So. Ja, 4 von 4 erledigt, aber immer noch nicht erledigt. Ja, in der Fabrik gibt's den immer noch. Aber im Schnitt 4 von 4. Aua. Ah. Boah. Ich bin doch schon direkt hier drin gewesen. Ja, na komm. Ich bin auch schon hier drin. Ich geh mal hier hoch. So. Warum muss es so? Boah. Ich verstehe die Schwerkraft von meinem Geschütz nicht. Da hinten ist die. Warte. Ich hoffe, ich treffe das. Oh Mann. Oh, da ganz hinten kommt ein Hulk. So, wie hat das nicht getroffen? Du willst mich auf den Arm nehmen. Ey, Leute. Ja, ein Hulk. So, ich hab irgendwo liegen noch meine Sachen. Ich habe hier schon ein Ding gespawnt. Hey, was geht? Boah. So, der ist weg. Ja, ich hab den auch einmal eingeschossen gehabt. Ja, habe ich gesehen. Ne, ich auch nicht. Ich habe nur welche verloren irgendwo da bei der Brücke. Ich glaube, da steht es irgendwo in der Nähe. So, ja, muss... da ja, ja. Da. So. Da, wir haben das Ding erobert. Jo. Aber keine Proben. Warum nicht? Hier ist eine. Schon sagen, ihr habt ja bestimmt welche. Ich höre immer noch Roboter, wo sind sie? 15 Minuten aber noch, sehe ich gerade. Ganz wir sind alle. Mein Gott. Und das ist ein Hulk. Er ist tot. Hat dein Auge direkt getroffen, ja. Ja, Gott.
Ja, dann verziehen wir uns von hier, nehme ich an. Okay, ja. Irgendwie finde ich ja nichts an Proben. Also, oh, da läuft ein. Ich wollte schon sagen, was macht der da? Wow, ihr seid ja noch von vielen. Ich mach mal kurz einen Rückzieher hier. Aua. Ich treff den aus der Entfernung nicht. Warum macht er mir so viel Schaden, Mann? So. Wow, wow, wow. Wo bist du? Da bist du. Ja. Positioniere Pet südlich, 100 Meter. Oh, Leute. Oh, ist auch noch voll die Action. Ich dachte, du bist im Melee, ja. Im Nahkampf. Wenn du so nah an den herangegangen bist. So, boah, Leute, was ist denn hier noch alles? Verpieselt euch, Mann. Kümmert euch darum. So, ach, da hinten sind auch welche. Ah. Oh, ich brauche Spitzen, sehe ich gerade. Das ist da ab, das gibt's jetzt einfach nicht. Okay, Gott sei Dank. Folge sehen wir abgeprallt ist das Stück. Ja, ich habe allerdings hingepackt. Wir sind Guard-Dog, der liegt. Oh, ich habe keine Munition da drin. So, haben wir da denn noch was? Oh, wir sind wie ihn. Oh. Hey Leute, was geht? Boah. So. Der kommt einfach durchs Fenster. Ich glaube, wir sollten Richtung Ausgang schon mal. Au! Das war eine Mine. Ja. Nächstes Mal war nicht ich. Hat mich nicht mal weggeschleudert. Ich trage auch ein Schild und schwere Rüstung, ey. Ja, ich bin nur vor, ich die nicht mal ausgelöst. Ja, das hat mir kaum Schaden gemacht, ey. Dann kann ich ja in die ganzen Bienen alle reinlaufen. Effekt, ihr reduziert den Schaden durch Explosion. Ja. Mindestens 50%. Da kann ich aber mit meinen Granaten durch die Gegend werfen. Ah nee, das ist ein Feuer. Oh, wir sind ja noch Nachschiebe, ausgezeichnet. Verletzung? Was für eine Verletzung? Musst du noch Spritzen, Munition oder irgendwas? Spritzen habe ich alles. Hm. Dann nehme ich die. Nein, wir haben noch zwei. Oh Mann.
Ja. Da. Natürlich. Wenn man nur im Voraus schon wüsste, wer von denen ja die Verstärkung rufen wird, ne? Muss immer erst in die Menge schießen und hoffen, dass genau den du gerade erschießt, derjenige ist, der die Dings hier ruft. Aua. Okay, der sagt mir, ist er tot. Ich will mich ja gerade am Nachladen. Oh Gott. Oh Mann. Da. Wo kommt die auf einmal her? Hinter uns in ATSTs. Jetzt nicht mehr. Wie haben die sich dann angeschlichen an uns? Schon hier? Ja. So. Vor wenig Proben noch 4 und 5. Können jetzt wagen als unsere Evakuierungszone hier oder auch nicht? Wir sind noch gar nicht da. Da ist eine Probe hinter. Oh, ist ein Eingang. Ich hau erstmal den Zaun so, lass mich rein, und dann sehe ich da rechts von mir einen Eingang. Wie komme ich da rein? Da komme ich doch nie im Leben. Oh, hier ist ein Eingang. Ausgezeichnet. Ja. Wo? Was hat denn für ein Schwamm, der gerade an mir vorbeigeflogen ist? Alles klar. Das war doch relativ einfach. So, und weil ich jetzt weiß, hier kommen Gegner, dann kann ich ja mein Ding in ihrem platzieren. So. Wir benötigen ein Geschütz. So, jetzt sollen sie mal hier hinkommen. Befestigung stehen. Ja, da schießen sie schon. Sobald die an mein Geschütz vorbeikommen, müssen sie mit mir sich kloppen. Mein Geschütz ist weg, aber ich bin noch hier. Ja, hallo, ich bin ausgezeichnet. Der wollte ja gerade Verstärkung rufen, ey. So wie der da. Na. Der hat verstanden. Okay, der hat nach oben geschossen, aber irgendwie. Oh Gott, hier sind sehr viele. Wo? Lock sie hier hin, damit ich sie mit meinem Geschütz treffe. Oh Mann. Boah, gehst du? Da kommt einer von hinten. Okay, das ist so, glaube ich. Okay. Eine Fabrik? Warte nicht. Ich sehe nichts auf der Karte. Oder? Geh noch nicht rein, Daniel. Da war noch eine Fabrik. Okay, sehr gut. Okay. Nein, der blöde Pelikan macht die ganzen Gebäude ja kaputt. Was macht der kaputt? Die ganzen Gebäude ja, unsere und unseren Schutz hier.
denn ja. Okay, guter Einstieg nach 2 Wochen bis jetzt. Ja, mal gucken, wie der restliche Tag abläuft. Oh, wir haben alle, ne, 2 Fabriken haben wir nicht. Ja. Und die Mikrowelle und den die Satellitenschüssel nicht. Ja. Die ich nirgendwo gesehen habe auf der Karte. Ja. Die werden ja auf der Karte nicht angezeigt. Hm. So, wir haben doch bestimmt schon 15 von den Typen erledigt. Ja, wo ist denn deine schicke Premium-Ausrüstung? Die habe ich einfach so, die wollte ich dir einfach nur zeigen. Willkommen an Bord, Helder. Oh, ich habe 70. Oh, ich kann das Ding mal holen. Den Schmor. Nein, ich brauche 75. Boah. Ich dachte, ich brauche 70. Was wollte ich mir denn hier noch holen in probenmäßig? Mehr Waffen. Aber glaube ich schon fast alles, was wir ja haben können. Mit den normalen Proben. Ja, ich kann mir nur mehr Waffen und Unterstützungswaffen hier holen. Okay. Ja, die können wir sowieso nicht holen. Da brauchst du lila Bogen für. Ach, die haben. Ja, ich sehe schon, die haben hier so ein Double erweitert, glaube ich. Ja, ja. Hm. Da gibt es jetzt was, das erhöht die Nachladerate zum Beispiel von deinem Rückstoßgewehr. Da hast du schnelleres Nachladen. Das tun die Leute ziemlich lieben, weil das zu lange dauert, das Ding nachzuladen. Es gibt nicht nur einen Weg. Ihr auch neue Mörsergeschütze priorisieren das Feuern auf markierte Ziele. Die Taktik aus Wirkungszeit aller ist im Prinzip mal das letzte ist jetzt neu bei allen. Ja, ja. EMS-Mörsergeschütz. Verringert die Nachladezeit für alle Unterstützungswaffen um 10%. Können wir uns sowieso nicht holen, weil wir zu noobig sind für schwer. Na, vielleicht ändert sich halt ja irgendwann mal. Wir sind heute die Situation nicht unbedingt in der besten Art und Weise angegangen, ganz ehrlich. Ich hab mal geguckt, wie die das auf Helldive machen, ey. Und? Die hatten da viel weniger Probleme als wir, keine Ahnung. Ja, die kommen ja, die haben erstmal alle Schiffe zerstört, die bereits draußen sind, und dann haben sie die Bombe gelegt. Die kommen ja nicht, nachdem die zerstört sind, kommen die nicht sofort wieder. Das dauert ein paar Sekunden. Wir hätten erst die Schiffe, die schon draußen sind, zerstören müssen, bevor da eine ganze Armee von denen war. Und dann hätten wir die Bombe legen sollen. Was wir aber, glaube ich, versucht haben, ist, wir haben versucht, die Bombe zu legen, während die Schiffe da am Rumpfen sind. Ja, ja. Wir sind immer kaputt gegangen. Ja. Wir hätten vielleicht versuchen sollen, die Bombe zu legen, nachdem wir alle zerstört haben. Die haben einen gewissen Zeitradius, wann die nächsten Schiffe spawnen. Ja, ja, ist klar. Die werden nicht sofort ersetzen. Das hätten wir ja vielleicht anders angehen können. Aber wusste ich auch nicht. So, was wollte ich jetzt, genau. Aber wir müssen aber paar, wenn die mal zack, zack, zack spawnen irgendwie. Ja.
Schiffen klarzukommen, ganz ehrlich. Hm. Also keine Präzision, keine Primärwaffen, aber naja. Die Kampfschiffe, die sind zum Beispiel nicht schwer gepanzert. Kann man zum Beispiel auch mit einer Primärwaffe von mittlerer Panzerung durch die Umwelt zerstören. Hm. Wenn man das Triebwerk von denen angreift, dann gehen die dann auch down. Die bessere Waffe gegen die Gunships ist die Autokanone. Das ist... Na, dann müssen wir ja für nächstes Mal Bescheid. Ja, das Problem mit der Autokanone ist, die hat keine, die ist nicht so stark wie ein Raketenwerfer, die hat keine schwere Panzerungsrüstung. Gegen die Schiffe ist die gut, aber weil sie nicht gegen andere Sachen wie Hulks sind, sogar ein bisschen weniger gut. Und sollten sie fallen, denken sie dran. Jeder Tag ist ein guter Tag, um für die Demokratie zu sterben. Mit den Waffen, die wir benutzt haben, gegen die haben nur ein. Ja, das springt auch runter. Hm. Meinst du, es ist nicht mal getriggert worden, als er drunter gefallen ist? Ich daran, danke. Da sind sie, ich war schon. Oh, nicht schon wieder der Bug, ey. Boah, Leute. Werde ich gespawnt. Ja, jetzt ist er doch cool da. Mein Leben für Übererde. Leute, war gut. Da dreh ich mich auf. Komm, geh da rüber. Hat das endlich gespawnt jetzt? Mein Schild. Meine Kanone habe ich zum Glück hier. Nein, nicht Granate werfen, beide. Boah, Wunderkerz da an. Hui. Vielleicht hat Breakdance gemacht, ausgedacht. Ich mache den Kopf, ja. Kopf kannst du auch damit treffen. Ja, ja, das geht schon, aber das ist nicht so einfach, ne? So, hier ist eine Garage zum Öffnen. Komm mal hier hin, mit Knöpfen. So. Eine Garage? Nein, wir gesagt, nein! Garage. So, so spritzen wir das. Medaille, yay. Jetzt brauche ich nur noch 4. Ich will auch da rein. Okay, werde ich ja sehen. Da haben alle die Energiewaffen, die haben alle so gut wie keinen Rückstoß. Ja, weil das keine halt physische Munition ist, ne? Ja. Hm. Wo sind sie? Die hat, aber nicht, die hat aber nicht unbegrenzte Munition, ey. Da war weg. Das war ein bisschen Verschwendung, ganz ehrlich, für den einen Typen, aber naja. 15 Sekunden ist er doch wieder bereit. Wow. Ja. Ich bin nur in den Rhein gelaufen, die Leiche ist einfach weggeflogen. So. Machst du die oder? Okay. Zack. Flammenwerfer. Boah. Und Snakes. Ja, Anforderungsscheine, ne? Boah. So, ist er wieder mal zum kaputt schießen. Also, nee, das, ich glaube, da müssen wir auch Halbenbombe machen, oder? Oh, das ist so ein Reagenzgläschen. Hallo. Alle Gebäude zerstören, ja.
Nein. Vor der Orbitalschlag an. Aber das für Geräusche. So, ey, der hat einfach zugeguckt, wie wir das kaputt gemacht haben. Nein, war. Ich habe gerade nicht aufgepasst, hat man eigentlich hier den Befehl erledigt? Ja, ja. 15 Dinge haben wir erledigt. No. Ist leider nicht auf die gelandet, schon da oben explodiert. War auch hinter uns. Nein, ich kann hatte. Oh. Ich komme nicht raus. Na, oh, ich stecke durch den Boden wieder. Oh mein Gott. Oh nein. Aber hier ist eigentlich sicher, ne? Kann ich euch von hier unten treffen? Ich komme schon wieder raus. Irgendwie nichts, was man nicht mit einem Helldive hier erledigen kann. Lass mich hier. Boah, Leute. Okay. Ich bin einfach da rausgelaufen, ja. Boah, okay. So, wir müssen wieder die Codes oder was auch immer da holen. Ja. Da ist eine, da hinten ist ein Jammer. Ich will jetzt wieder gleich unsere Strikes blockieren. Ach so. Ja. So. Oh Gott. Aber wer ist hier? Oh, wurde schon geblockt alles, sehe ich gerade. Ja, ich weiß. So. Der ist ja direkt hier in der Nähe. Ich sehe den von hier aus. So, wo ist der Terminal? Hier. So, jetzt muss das Ding da reingesteckt werden. Ja, der hat sich selbst gekillt, würde ich sagen, ne? Der, ja. Der hat sich, glaube ich, selber gekillt. Oder nicht? Suche. Fast hat der Stampferangriff gemacht. So, wo ist denn das Ding, ja? Steht doch direkt da. Ne, ich muss immer reinstecken. Ne, wir müssen irgendwo das Ding da reinpacken. Ach, wir müssen halt anfordern. Ja, können wir ja nicht vorhin nehmen. Oha. Also müssen wir den erst erledigen. Aha. Na gut. Was soll sagen? Heute haben wir alles da. Ich glaube, das ist ein Halb, oder? Da. Kennt euch eine Position. Nördlich. Sehe ich nicht. Gut, ob wir so da reingehen sollten. Ah. Feindliche Taktikausrüstung bedrohlich nah. Schauen wir mal. Ein paar Granaten da rein. Wird schon funktionieren. Ja, war klar. Oh Mann.
Ja. So, ich sehe kein Schiff. Wo denn? Wo ist der Schiff? Oh, nee, da ist schon gelandet. Leute, oh, hier sind vier von diesen Kettensägen, Leuten, ey. Ich habe hier vier von denen mit Raketen auf dem Rücken. Alter, könnt ihr mal? Noch 30 Minuten für die. Tun sich hier weg, dass ich gerade wegballern, ey. Oh, das ist gezeigt. Nein, kommen auch noch welche, ist klar. Was kämpft der denn hier so im Zickzack rum? Mein Gott. Lässt du mich spritzen? So. Sollen wir erstmal Dinge abstellen? Ey. Die Fabrik da ausgeschaltet. Okay, warten. Okay. Und wir haben wieder. Gut. So, jetzt ist ja nichts mehr. Ich gerade ja mein Geschütz sein platziert. Roboteranlage zerstört. Guter Tag. Sorry, ich brauche jetzt mal Nachschub, ich habe keine Munition mehr. Ja, ich habe auch keine Granaten, schon seit Ewigkeiten. Was ist das da? Ja. Ja, da war eine Fabrik. Hast du einen Zweig da gemacht? Ja, ja. Oh, okay. Die ist auch alles erledigt. Ausgezeichnet. Irgendwas, Proben, irgendwo, irgendeine. Ja, hier oben sind noch Proben, ey. Oh, da hinten sind auch noch. Und sind auch noch viele Fabriken. Da war meine Raketen, die darf das gar nicht nachladen. Ah, du misst viel. Ich habe hinten seine Batterie angeschossen und du hast ihn von vorne angeschossen. Ja, ich habe den schon mal angeschossen gehabt, ey. So, da sind auch noch ein paar Fabriken. Und dann Strike reinwerfen oder irgendwie sowas. So, ach so, wir müssen ja zu den Dingen jetzt zurück. Markiere Karte, südwestlich, 100 Meter. Erbitte Orbitalschlag. Und daneben ist auch noch eine, sehe ich gerade. Ja, ja. Wow, hat sich da durchgeglitscht. Oh mein Gott, hier sind viele Leute. Was ist das? Okay. Na, getroffen sogar. Ausgezeichnet. Ich kann den nicht angreifen. Boah. Das ist irgendwie unsichtbare Wand. Ich kann nicht auf den schießen.
Kannst du durchbrechen sie mit deiner Freiheit. Ah. Ich habe von der Mine geschossen. Okay. Okay, haben wir es, Leute? Ja, ne? Ah, lass mich hier durch. Ganz vergessen, mein Schild wieder zu holen, ey. Probe gesammelt. Okay. Oh, noch eine Probe. So, jetzt müssen wir ein Paket holen, ja? Vorwärts vergessen. Gar nicht mehr dran gedacht. Oh, oh Gott. Minen, pass auf. Sagte ich, als ich hinter mir geguckt habe und nicht geguckt habe, wo ich hinlaufe. So. Essentielle Taktikausrüstung verfügbar. Bitte Ausrüstung für Ziel. So, nein. Ah. So, wir sind wieder neue Gegner aufgetaucht. Ja. Yep. Oh. Da geht's nicht weiter dann. Okay. Dann packe ich das mal da rein. Und Touchdown. Wo seid ihr? Wir sind nicht mehr. Ich habe noch was. Ich höre euch noch. Wo seid ihr? Nirgendwo seid ihr. Ihr seid weg. Yay. Okay. Der Oleiten ist ein Hulk. Der hat seinen Rücken zu uns präsentiert. Hau den weg. Er ist tot. Da ist noch einer. Boah. Er ist tot. Sehr gut. So, oh Gott, ich mache Raketen. Oh, Befestigung platziert. Und weil ich sonst nie dazu komme. Ja. Gott, ist ja nur blaue Lichter überall. Gibt irgendwie eine Trophäe, wenn man irgendwie 5 Dinge auf einmal platziert, ne? Okay. Oh, ich glaube, mein Ding ist nicht. Ja, mein Ding ist auch nicht gelandet. Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Weil über mir ist so ein Felsen. Ich glaube, der ist jetzt da oben gelandet, anstatt hier unten. Ich glaube, das ist bei dir auch passiert. Du hast halt irgendwo hingeworfen. Weil halt ein Felsen darüber ist, jetzt da drüber gelandet, anstatt auf dem Boden. Ja. Ich stand genau davor, habe die ganze Zeit geguckt, aber ich glaube, das ist jetzt hier über mir gelandet. Mein Geschütz auch, sehe ich gerade. Mein Geschütz ist irgendwie auch nicht gespawnt, glaube ich. Oh Mann. Also alles nicht passiert, wenn ich ihn geschützt hätte. Niemals. Ich bin tot. Boah. Da hinten kommt ein Hulk. Genau da links von dir. Ja, genau der da. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Oh, warte mal. Ja, ja, toll. Ja, mein Geschütz ist hier oben. Ich bin jetzt auch hier oben gelandet. Und der Nachschub ist auch hier oben. Was zum... Boah.
Boah, Leute, nein, ich will da nicht runter. Nein. Ah, boah. Ja, toll. Boah, jetzt habe ich ja mal einen Raketenwerfer, jetzt habe ich keine Munition dafür. Muss ich mal einen Raketenwerfer noch mal spawnen. Wow. Oh, warte mal, habe ich mein Ding? Ja, ich habe da genau davor. Ja, genau in die Festung einplatziert. Sehr gut. So, ich habe Munition mit dem Teil ausgeteilt. Hinter mir. Boah. Warte mal, steht da so Fässer die ganze Zeit. Raketen habe ich wieder. Ich mach nur einen Rucksack. Ah, Leute. Zeig weg. Ja, der ist tot. Okay. Mein Gott. So. Na. Okay. Zwei Schüsse. Meine Quota verbessert sich. Ja, der eine ist mein alter Rucksack. Ich brauchte nur den, ich brauchte nur den Dings, den, den Rucksack. Den Raketenwerfer hatte ich noch. Okay. Okay. Da haben wir ja nichts. Okay. Okay. Sind wir für Explosionen? Ja. Das kommt von alleine. Boah. Du hast nein. Voll kackfreche. Ich lag am Boden. Er hat den blöden Nachschub gerufen. Er wusste, ich konnte mich nicht verteidigen. Was hat? Was sollen wir mehr machen? So. Jetzt benutzt eure eigene Technologie gegen euch, ja? Ja, gegen alle von euch. Ha! Schieß mich ab. Niemand. So. So. Unsere Hauptmission, ja. Wir sind noch Zivilisten, ja. Rekrutieren, evakuieren. Ah, ihr könnt ja wohl noch ein bisschen warten. Jetzt bestimmt voll großartig hier, ne? Bestimmt nur Touristen. So, wir sind keine Felsen, hier können wir alles spawnen. Oh mein Gott. Ich hab doch gerade nachgeladen. Ja. Meinst du? Zum Beispiel, mit einem Rückstoßgewehr, da, wenn du damit schießt, während du am vorwärts am Diven bist, macht das Ding mehr Schaden. Weil ich dadurch mehr Momentum bekomme, oder was? Ja, genau. Wenn du dich schneller damit bewegst, hat die Rakete mehr Wucht. Das ist natürlich kein einfaches Manöver, aber. Das hat so ein, weiß ich nicht, den YouTuber, den ich gucke, da der hat das rausgefunden. So, wie ich sehe, irgendwann Roboter, die diven und mit Raketenwerfern und sie schießen. Ah. Dann wär's ja noch, ey. So, da ist ein Hulk. Du musst doch nicht wirklich damit diven, selbst da ist ein Hulk. Das, wenn du dich einfach nur vorwärts.
bewegst, wenn du damit schießt, macht das schon mehr Schaden. Und der lebt immer noch. Was ist das? Ich hab's gemacht. Ja, aber er wäre sowieso gestorben wahrscheinlich. Ja. Aber das ist viel stylischer. Ja. Landungsschiffe. Ja, ich sehe das gar nicht. Das ist gut da. So. Okay. War ziemlich cool, da haben die ganz schön in die Schoße geworfen. Sieht aus wie Movie-Qualität, war da die Animation, ey. Ich habe nur irgendwie Clips gesehen von Blackbeard gegen Lore irgendwie. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen älter, ne? Ja. Vielleicht 2 Monate oder so. Ich mag den Animationsstil nicht so. Ja, ich weiß. Ich weiß die meiste Zeit gar nicht, was da los ist, weil er zu viel animiert ist. Da sind so viele Special Effects und Animationen, so viele Sachen, die sich auf einmal bewegen. Das ist immer noch besser als der Alkoholite. Weiß er nicht. Oh Mann, die Serie, die weiß er nicht. Da ist noch eine Folge gekommen, nachher und ihr Leute können es gar nicht erwarten, wie schlimm das wird. Ja. Das ist ja der Witz daran, dann spielt heutzutage keine Rolle mehr, ob das gut oder schlecht ist. Die Leute gucken sich da trotzdem an. Warte, über was wir reden war ja gerade. Acolyte. Achso, ich dachte, wir reden über One Piece. Nein, Acolyte. Ja, da höre ich sowieso immer nur so, jede Folge ist irgendwie noch schlimmer als die letzte. Ja. Was? Das ist das Zugunglücksphänomen. Wenn du irgendwo hörst, dass ein Zugunglück ist, dann wollen die meisten Leute da hingehen, um sich das anzusehen. Hm. Drückst du hier die ganze Zeit die Knöpfe? Warum sehe ich die hier irgendwo? Ich mache hier die ganze Zeit die auf, ja. Okay. Ich laufe die ganze Zeit hin und her. Ich habe ein Missionsgefühl da. Ich habe eine Pflicht zu erfüllen im Gegensatz zu dir. Aber dann schaue ich mich hier um nach Proben und so. Die letzte Folge, die jetzt rauskam, war Episode 7. Das war im Prinzip Episode ja. 3. Dieselbe Folge wie Episode 3, nur von einer anderen Perspektive aus. Okay. Weil am schlimmsten ist, die haben ein Budget von 180 Millionen Dollar für diese Serie gehabt. Echt? Damit den Verständnis damit hast, Daniel, das ist mehr als für einige Filme, ne? Ja. Hab ich mir schon gedacht. Und deshalb ist das, und trotzdem ist das viel beschissener qualitätsmäßig, ey. Es ist einfach nur Hirntod, das ist das Problem. Das ist nicht mal schlechtes Star Wars, das macht einfach so überhaupt keinen Sinn. Jeden Moment fragst du dich einfach nur, wieso machen die sowas? Warum hören sie nicht einfach auf? Ich meine, da ist ein Jedi-Padawan gewesen, der hat die ganze Situation eskalieren lassen, weil der nach Hause wollte. Der wäre die ganze Zeit die am Quengeln, ich will hier nicht sein. Und dann ist der auf einmal ausgerastet, ist auf den Speeder gesprungen und hat versucht, die Kinder zu kidnappen. Das ist total hirnlos. Vor allem kurz vor dem... Warum hat der Jedi-Tempel denen gesagt, ja, ihr könnt jetzt nach Hause kommen? Auf einmal sagt er, boah, ich werde jetzt die Kinder kidnappen, damit wir nach Hause können. Das ist so hirntot. Ja, ich habe nur irgendwie was gehört, ein Charakter ist irgendwie auf einmal gut geworden und hat irgendwie keinen Sinn gemacht oder so. Irgendwie sowas in der Art. Was ist das geworden? Gut? Ein Charakter war böse, ist dann irgendwie auf die gute Seite gekommen und irgendwie kam das irgendwie aus dem Nichts oder hat das keinen Sinn gemacht. Irgendwie sowas habe ich gehört. Ja. Da sind ja diese zwei Zwillinge da, ey. Ja. Die eine, die hat die ganze Zeit irgendwie nach Rache geschworen. Die haben nach Rache geschworen und dann musste die den Berg raufgehen und dann hat sie gesagt, nee, ich mach das nicht mehr, ich will keine Rache mehr, ich gehe jetzt zu meiner Schwester. Verständlich. Dich wahrscheinlich schon, ne? Ja, es ist zu anstrengend, Rache zu nehmen. Ich gehe lieber zurück, ey. Aber es ist doof von der Movie-Perspektive aus, weißt du? Wenn Guts einfach keine Lust mehr hat, Griffith zu erledigen. So. Außerdem ist diese Show unglaublich horny, ey. Was? Notgeil, dann höre ich zum ersten Mal. Ja, ey, da eine Folge, da war der Sith, der war nackt, ist
baden gegangen. Als der nackt rauskam, hat die, die eine Schwester kurz runtergeguckt. Der hat sich mal die Ware angesehen. Boah. Ich weiß nicht, die hat irgendwie das Wort Verführung der dunklen Seite zu ernst genommen, ey. Die Macherin der Serie. Ja. Die hat dann in der wortwörtlichen Verführung gesehen. Es ist so schlimm. Das Schlimmste ist, die tut da die ganze Zeit in dem Himmel hochpreisen. Ja, ja. Die eine hat er nicht irgendwie so ein Musikvideo oder irgendwie sowas gemacht hier? Ja, gegen Rassismus vorzugehen, das war so fucking cringe, das gibt es gar nicht. Ja, ich habe da nicht gesehen, ich habe nur gehört. Oh. Ich auch nicht. Ich habe da auch nur von gehört, dass es total cringe ist, ey. Die Message ist im Prinzip, ihr sollt aufhören, rassistisch zu sein, ey. Die Leute sind halt rassistisch, weil die Serie nicht mögen. Ich bin nur rassistisch gegenüber schlechter Qualität. Ja, im Prinzip schon. Es ist ja nicht mal nur, dass Männer nicht, Frauen mögen die Serie auch nicht. Niemand mag das. Niemand liebt Acolytes. Niemand liebt Milhouse. Vielleicht solltest du Milhouse heiraten. Genau so sieht's aus, ich weiß von Milhouse. Das finde ich sehr gut, ey. Lisa liebt Milhouse. Ruhe, niemand liebt Milhouse. Da kennst du das, ich weiß nicht, weil da sind die in so einem Fischerdorf. Oh Gott. Was war das so hell auf? Ich hab... Ah! Aua! Ich bin doch nicht mal durch die Explosion gestorben. Ich war nur am Leben, aber als ich gegen den Stein geknallt bin, mich gestorben. Hast du da eine Bombe oder so reingeschmissen? Warum ist das so explodiert? Ja, ich habe einen Adler reingeworfen. Ich hab dir das Ding schon kaputt gemacht, ey. Okay, da war es doch hell. Da war doch nie so hell, ey. Ich war voll geblendet, ey. Ich habe nur weiß gesehen. Oh, eine Probe. Oh, noch eine Probe. Hier sind deine Sachen. Wo? Hm. War noch eine Probe? Nee. Ja, jedenfalls, das ist ein Streit gewesen zwischen Lisa und so einem Fischermann, ey. Ja, das sagt mir irgendwas. Und am Ende sagt er, vielleicht sollten sie aufhören zu fischen, vielleicht solltest du Milhouse heiraten. Ja, das kenne ich. Und dann sagt er, ja, das so sieht's aus, ich weiß von Milhouse. Das ist in einer ganz anderen Stadt gewesen, die wir den gar nicht kennen dürfen. Ja, kenne ich. Oh! Ich hab sein Auge getroffen, sehr gut. Okay. So, hab ich alles? Ja. Oh mein Gott. Evakuierung, nehme ich mal an. Da unten. Da ist noch ein Auge von Sauron, ne? Ja. Da ist auch irgendwie eine Fabrik in der Nähe, glaube ich. Das ist zum Beispiel auch interessant. Der Auge von Sauron, da kann man auch mit einem Präzisionsschlag kann man das kaputt machen. Okay. Was ist das eigentlich? Tut das einfach nur ihr... Ja, der tut uns praktisch auf der Karte... Der tut dann die ganze Zeit Gegner dahin ordern. Macht uns gerade praktisch sichtbar für alle Gegner. Der schreit geradezu, ja, die Gegner sind da drüben, holt sie euch. Der tut dann immer wieder neue Verstärkungen rufen, ey. Scheiße, jetzt habe ich meinen Strike fallen gelassen. Boah, fuck. Nein. Oh, boah. Hör auf mich anzugucken, du Stück. Oh. Wir benötigen ein Geschütz. Probe gesammelt. Ah, das ist ja noch eine Fabrik. Nein. Okay. Ja. Ich wollte da eigentlich einen Strike kaputt machen, aber da wird ja hier wieder nichts mehr. Kann man nicht eine Ölbombe? Ja. Ja, ich wollte da aber einen Strike, das geht ja schneller, aber der ist durch die Ohr, hier sind sehr viele Gegner da, die lauf weg. Auf der rechten Seite da sind sehr viele Gegner. Pass auf, Granate neben dir!
Mach das Ding scharf. Ah. Oh Gott. Gott. Lass mich durch, Leute. Lass mich durch. Da. Da. Oh Gott. So, oh Gott. Ja, da sitzt er auch. Oh. Wieder rein, wieder rein. Voll aus dem Sitz geschleudert damit. Ah, hör auf, Granat auf mich zu werfen, die ganze Zeit. Leute, Leute. Oh. Ah, ich komme an die Einzelteile nicht vor. Ich glaube, wir sollten gehen. Ich habe eine Probe gerade eingesammelt da. Also haben wir nicht mehr so viel Zeit. Jemand wird uns unser Leben diktieren. Oh. Wow. Oh, schon wieder wurde ich Mann. Ja, ich wollte Strike werfen, dann wurde ich wieder weggeballert. Jetzt ist der wieder woanders hingeflogen, ey. Der wird frei sein. So. Was warst du denn hier an unserem Evakuierungsort? So, oh, ein Knopf. Ich war nur ein Knopf entfernt, Mann. Wer wagt es? Nein, nein, wo ist meine Granate? Da ist meine Granate. Wo ist das? Wo ist das? Nein. Also gut. Ich komme gleich, ich komme gleich. Ich brauche Spritzen. Ja, ich bin gestorben. Nein. Oh, sag, wer dich geworfen hat, dieser Stück. Habe ich mal Taxi gerufen, ja. Oh Gott, ich bin sowas von tot. Warte, dich nehme ich noch mit. Und dich auch. Ich bin tot. Ich bin ja auch wieder tot, ey, sowas von dir. Nämlich nirgendwo Deckung oder sonst irgendwas, ey. Ja, das wollte ich nicht, ey. Boah, fuck. Na, du hast meinen Rucksack eingesammelt. Ja, das wollte ich nicht aufheben. Ich wollte meine Sachen aufheben. Das sind dekorativen Rucksack. Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Die Demokratie. So, bitte geschützt. Ich mag gerne ein Taxi rufen. Wenn's der steckt da an dem Nachschub fest. So. Na, oh Mann. Oh Leute, lässt ihr mich mal hier das Ding rufen? Na. Ah. Na. Ah. Nein, warum liege ich noch am Boden? Ja, die haben unsere ganze Deckung hier kaputt gemacht. Ich weiß. Oh, wo sind jetzt? Leute. Alter. Geh weg, du Stück. Ich weiß auch nicht, wo meine Sachen. Ich habe gar keine Zeit. Boah, Leute. Na, oh, jetzt habe ich meinen Adler fallen gelassen. Oh. Ach. Boah, war schon wieder so hell. Da könnt ihr mal aufhören zu spawnen. Ich bin gleich wieder tot. Ich bin tot. Mit dem einen Schuss ja noch. Ey, warum kommt denn jetzt auch immer so viele? Ich bin schon fast fertig. Meine Güte, ey. Ich werde ja mal meine Sachen finden. Ich weiß nicht, wo die sind, ey.
Oder nicht? Na, Krieg, habe ich dich gesehen, wo du gestorben bist. Ja, ich finde ihn nicht, ich finde nur deine Sachen sind hier. Wo sind meine Sachen zum Teufel? Okay, du musst doch mehr draußen, oder? Ja, ich bin ja schon am draußen hier am Suchen, ey, aber ich finde ihn nicht. Boah, Leute. Mein Gott, können wir mal Taxi suchen? Da kommt jetzt gleich sowieso von alleine. Deine Sachen sind da. Hier ist deine Rakete. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo manche Sachen wieder sind. Die sind weg. Hier einfach geradeaus. Ja. Oh Gott, hier ist alles schön Schutt und Asche. Oh, und da hinten kommen sie. So, jetzt habe ich auch keinen Raketen. Doch, also. So, normale Proben, ja. Was wir haben. So, zum Glück haben wir ja noch Nachschub irgendwo. Ich komme nicht mal zum Schießen. Na, ich hab daneben geschossen. Ich hab das Ding getroffen. Boah, Leute. Ey, wo kommt die auf einmal? Da war ja so. Oh mein Gott! Also kann ich während des Schießens auch mich spritzen. Ja, keine Munition. Wo kommt die auf einmal her? Wir hatten ja voll schwierige Zeit, bis wir zur Evakuierung gelandet sind, ey. Gott. Also weg. Da müssen wir langsam gleich wieder da reingehen. So. Na. Also wäre hier sicher langsam. Oh mein Gott, wie viele? Wie ja alle standen, wie so eine Armee. Oh Gott. Jetzt einfach nur da reinrennen, irgendwie. Gott. Ich gehe rein. Und dann schauen. Oh mein Gott. Was ist da am Ende passiert? Keine Ahnung. Hey. So, jetzt kann ich mir endlich die Waffe holen, glaube ich. So, oh, 2, 3 haben wir verpasst. Ja, sind die wichtiger? Ja. Ja. Ja, ja, klar. Die bringen ja nur so 5% oder so Erfahrung oder so. Yay. So. Hat auch nicht noch lange. Mit dem 25er.